Also ich bin jetzt hier in St. Jakobi in Lübeck, die Kirche der Fischer und Seefahrer, genau. Und Herr Heilmann ist hier und Herr Heilmann hat uns eine ganz, ganz interessante Geschichte zu erzählen. Jetzt denkt man, es ist alles bekannt aus so einer Kirche über Jahrhunderte, aber es sind dann doch schöne Geschichten da. Herr Heilmann, bitte. 2016, als diese Bänke restauriert wurden, Sie sehen, die sind wieder nett bezogen, hat den Restauratoren eben diese Tür aufbekommen. Was sind das für Türen? Das sind so die Schranktüren. Dahinter, denn das waren ja normalerweise gedacht für Gesangbuch oder Gebetbuch, dass man da einschließen konnte. Und einfach da lassen konnte. Dann brauchte man das nicht mehr mitzuschleppen. Genau. So, und als eben 2016 die Bänke restauriert wurden, wurde diese Tür als erstes aufgemacht. Die Nummer 27, ja. Die Nummer 27. Mhm. Und dann hat sie sicher gemacht, als sie dieses wunderschöne Papierbild entdeckte, in Farbe, Maria, Mutter Gottes, in der Sonne. Daraufhin ist man dann... Also im Grunde als ja, Schrankpapier, oder? Ja, als Schrankpapier. Daraufhin ist man dann mit dem Endoskop erstmal durch sämtliche Schlüssellöcher gegangen und hat noch über 65 weitere Sachen entdeckt. Und dann durften irgendwann alle Türen geöffnet werden und der Verein zum Erhalt der Orgeln und Kunstgegenstände dieser Kirche, der hat dann auch das Buch erstellt, das nennt sich Frömmigkeit und Schrankpapier. Also da ist ein extra Buch herausgekommen, wo alle Bilder abgebildet sind, also als Katalog. Und natürlich auch eingeordnet, historisch beschrieben. Ja, dass man genau weiß, was ist das im Einzelnen. Wusste man irgendwas, eine Andeutung vorher, dass es sowas gibt? Nee, das wusste man nicht. Das war wirklich die Überraschung. Die Lübecker Nachrichten schrieben einen großen Artikel, der Schatz in der Kirchenbank. Das war wirklich einmalig. Und ja, das heißt ja, wenn man seine Gesangbücher eingeschlossen hat, dass es sein eigener Platz war. Also ja, es war jetzt nicht, dass diese Plätze diese für alle waren. Die ganzen Kastengestühle, die konnte man mieten. Und dieses Kastengestühl wurde 1631 von dem Gudmunder Fischerdorf gemietet. Und auch heute noch, an hohen Feiertagen, kommen die und sitzen geballt in ihrem Gestühl. Das ist, finde ich, mal nett. Die haben auch übrigens diesen Leuchter gespendet. Den Fischer auf dem Fisch mit dem Ruder in der Hand. Das war also... Wo sind die Bilder oder die Einlagen heute gelagert? Die sind gelagert? Nach wie vor da wieder drin. Die sind wieder? Die sind alle original wieder drin, deshalb hat man die auch alle richtig wieder fest zugemacht. Man hat allerdings vor, mal in Kirchenführung das eine oder andere mal live zu zeigen, nicht nur als Buch. Okay. Denn die sind deshalb eben so gut erhalten, weil eben 100 Jahre lang kein Licht rangekommen ist und auch keine neuen krabbelnden Finger. Wie verhindern Sie, dass jetzt irgendeiner anfängt rumzupuppeln? Das geht nicht so ohne weiteres. Wir sind also hier feine Schrauben und das deshalb, wir sind auch immer nach Möglichkeit hier mit zwei Mann, einer am Verkaufsstand und einer, der hier so rumgeht, mal ein bisschen guckt. Ja, also. Denn auch in Kirchen wird ja heutzutage geklaut. So leid, so schlimm es ist, ja. Wir hatten zum Beispiel an der Treppe, die auf die Empore führte, eine alte Lettner Treppe, waren rechts und links Figuren. Spes. Und Fides. Wir haben nur noch Fides. Der andere ist und wieder aufgetaucht auf irgendeinem Markt, einfach weg. Nee, der war weg. Was ist denn das Besondere an dieser Kirche? Außer diesen Schatz. Das Besondere, dass sie eben eine sehr alte Tradition hat und eine unheimlich gute Akustik. Deshalb macht es hier Spaß, Konzerte zu hören, sei es Orgelkonzerte oder Chorkonzerte. Orgeln haben die ja vier Stück, habe ich gelesen. Ja. Also. Eben die beiden historischen aus dem 15. Jahrhundert. Da vorne rechts das alte Lettner positiv. Und gegenüber das grau abgedeckte ist eine Truhenorgel. Das ist gar kein Schrank. Nee, rechts ja. Das ist die Lettner-Orgel. Okay, das ist auf der linken Seite, so klein. Das ist nur eine Truhenorgel, die wir hauptsächlich brauchen, wenn wir in der Winterkirche den Gottesdienst haben. Okay, wunderbar. Herr Heilmann, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und danke, dass Sie mir über den Schatz erzählt haben. Aber gerne. Und eine tolle Überschrift der Lübecker Nachrichten. Ganz toll. Danke. Bitteschön.